Die ESL Wintermeisterschaft 2019 hat einen Gewinner gefunden. Sprout kann sich den Titel sichern und wir schauen uns mal an, was NKJ dazu zu sagen hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Meisterschaftstitel. War es ein schwerer Weg und wie habt ihr euch intern darauf vorbereitet? Ja, Weg war natürlich nicht leicht. Also wenn man die ganze Season so anschaut, das war ein Up and Down bei jedem. Wir haben mehr Maps abgegeben letztendlich, als wir wollten. Finals hingegen liefen relativ souverän. Das erste Spiel war sehr deutlich unseres Erachtens nach. Das zweite Spiel fiel deutlicher aus, als es ist, glaube ich. Wir haben 3 von 4 Pistols gewonnen, sind gut auf jede Seite rennen reingestartet. Und man muss auch natürlich auch sagen, dass sie natürlich jetzt vor kurzem erst Manto verloren haben, der ein ausschlaggebender Faktor für ihren Erfolg einfach in der Vergangenheit war. Und dementsprechend, es war enger, als es letztendlich rübergekommen ist zum Score. Und wir können uns als glücklichen Sieger sehen, ja. Ihr habt jetzt zum zweiten Mal die erste Meisterschaft gewonnen. Für eure Ansprüche ist da auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. An welchen Schrauben müsst ihr drehen, um nächstes Jahr auch wieder in der ersten Meisterschaft Fuß zu fassen? Also bei uns ist es so, dass die, sobald es halt irgendwelche Matchups sind, die jetzt innerhalb von Deutschland sind, da tun wir uns oftmals schwer. Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Faktor ist, dass wir die Gegner unterschätzen oder ähnliches. Auf jeden Fall, das schlagen wir uns im internationalen Vergleich deutlich besser. Dementsprechend müssen wir halt dann irgendwas machen, dass wir das genauso ernst angehen, einfach wie die internationalen Matches. Am Ende des Tages sind meistens sowieso nur Attacks eigentlich, die uns ärgern. Und also das müssen wir einfach versuchen, mit 100% Seriosität immer anzugehen. Und das versuchen immer alles zu geben. Big wird am nächsten Jahr ebenfalls in der Meisterschaft antreten. Wie seht ihr da eure Chancen? Ja, sehr gut natürlich. Also Big, keine Ahnung, also schwer zu sagen, wie unsere Chancen da jetzt stehen. Da muss man abwarten. Aber es ist natürlich deutlich, deutlich besser. Das Teilnehmerfeld dann auf einmal nächstes Jahr. Das macht die Liga und generell die deutsche Szene natürlich ein bisschen reizvoller. Mehr Zuschauer hoffentlich. Und ich finde es gut, dass sie jetzt dabei sind. Aber den Titel haben sie noch längst nicht gewonnen. Was sind eure Ziele für 2020 und vor allem im internationalen Bereich? Als erstes steht natürlich erstmal jetzt die EPL-Rele an, ist der Pro League-Relegation. Da wollen wir uns natürlich wieder dafür qualifizieren. Teilnehmerfeld sieht relativ gut aus. Das werden wir erstmal mit einem Bootcamp starten müssen, jetzt Anfang 2020. Dann steht jetzt auch die DreamHack Leipzig an, wofür wir uns qualifizieren konnten hier durch den Turniersieg. Und Ziele sind einfach wie immer Top 20, Top 30 festigen. Und dann versuchen einfach wirklich konstanter zu werden und dass Ausrutsche einfach nicht vorkommen. Und dass wir so viele internationale Events wie möglich mitnehmen, sodass wir uns einfach auch im ESL-Ranking festigen können. Weil mit der Pro-European Championship Tour, oder wie sie heißt, das ist natürlich ein riesen Turnierformat jetzt, wofür wir Punkte sammeln können schon. Alles klar, das war's. Vielen Dank.